Die Bilder, die Sie jetzt gleich sehen, können durchaus erschrecken. Sie stammen aus den letzten 2 Monaten in Nürnberg und alles begann damit, dass die sogenannte Allianz gegen Rechtsextremismus dazu aufforderte, dass Wirte der AfD keinerlei Räumlichkeiten zur Verfügung stellen mögen. In der Nacht vor dem nächsten Treffen der AfD ging es dann los. Der Heidekrug in Zabo wurde angegriffen, es wurden mehrere Scheiben eingeworfen, es wurde Bitumen an die Fassade gespritzt, es wurde Bitumen in der Gaststätte verspritzt und entstand insgesamt ein Sachschaden in 5-stelliger Höhe. Und es kam noch schlimmer. In der Nacht vom 30. auf den 31. März wurden gleich 3 Objekte in der Stadt angegriffen. In der Gartenstadt traf es die Gaststätte Ruppertstuben, wo mehrere Scheiben eingeworfen wurden und wo mit Farbbeuteln die Fassade massiv verschmiert worden ist. Auch hier hoher Sachschaden. Und noch nicht mal vor öffentlichen Gebäuden machen die Vandalen Halt. Die Meistersingerhalle wurde angegriffen, es wurden auch hier 3 Scheiben eingeworfen und an einem halben Dutzend Stellen mit Farbbeuteln die Fassade verschmiert. In Gostenhof traf es die Lederer Kulturbrauerei. Auch hier entstand ein hoher Sachschaden und es wurde mit Farbbeuteln an zahlreichen Stellen die Fassade verschmiert und Scheiben eingeworfen, wie an den anderen Objekten auch. Darüber in der Zeitung gab es praktisch nichts zu lesen. Und wir finden, es ist ein Skandal, dass es trotz dieser ganz klaren Bekennerschreiben aus dem extremistischen linken Spektrum keine Berichterstattung über diese Thematiken gibt. Und es wurde noch schlimmer. Am 8.4. rief die Allianz gegen Rechtsextremismus dazu auf, den Infostand der AfD am nächsten Tag zu besuchen und dort Gesicht zu zeigen. Das sah dann so aus, dass es am nächsten Tag sogar Verletzte gab. Das sind die Zustände mitten in Nürnberg. Was sagen die Politiker und Parteien dazu? Die CSU gibt sogar offen die Zusammenarbeit mit Extremisten zu, statt sich ganz klar von Extremismus jeglicher Art zu distanzieren. Die Linke findet es gut, wenn man als Stadt auf Wirte einwirkt. Und die anderen Parteien arbeiten alle zusammen in der Allianz und untergraben damit Demokratie und Freiheit. Hören wir uns mal ihre Handlanger an. Nimm die jetzt weg. Nimm die Kamera weg. Das Problem heißt Deutschland, schreiben sie. Und nie wieder Deutschland skandieren sie, schimpfen auf einen Staat, von dem die meisten von ihnen wohl leben. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Doch Nürnberg ist kein Einzelfall. Auch in Schwabach treten sie auf. Ihr sollt keine Luftballons, sondern Kondome verteilen, damit ihr euch nicht vermehrt. Ja? Ja? Unsere Stadt, merkt euch das, für euch ist kein Platz da! Wollen Sie in einer Stadt leben, in der Gewalt und Hass herrschen? In der Demokratie und Freiheit mit Füßen getreten werden? Wir nicht. Und es gibt eine politische Kraft, die Freiheit und Demokratie eine mutige Stimme gibt. Diesen Verrückten, die so agieren, dürfen wir erst recht nicht unser Land und unsere Stadt überlassen. Und diese Aktionen bestärken uns darin, dass es richtig ist, was wir tun. Wir sind nicht schwach, wir lassen uns nicht einschüchtern. Und jeder undemokratische Angriff auf uns zeigt uns und immer mehr Menschen in dieser Stadt, dass wir für die Demokratie in unserem Land kämpfen müssen. Wir sind nicht politisch aktiv, um uns anzubiedern, sondern um etwas in diesem Land zum Guten zu verändern. Und eines sei ganz klar gesagt, solange sie uns diffamieren, solange werden wir jeden ihrer Fehler aufzeigen und publizieren, damit die Menschen merken, es gibt jemand, der noch die Vernunft in diesem Land verteidigt. Lassen Sie uns gemeinsam mutig sein und jene unterstützen, die unter Angriffen am meisten zu leiden haben, wie beispielsweise die betroffenen Wirte. Gemeinsam für Freiheit, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit. Dafür stehen wir als AfD.